Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Blei. Nun, zunächst mal sollte man sich ja die Frage stellen, wofür ist ein Landesvergabegesetz eigentlich da? Ein Landesvergabegesetz ist dafür da, dass man Aufträge sowohl des Landes als auch der Kommunen und anderer öffentlichen Stellen im wettbewerblichen Verfahren sauber, fair, einwandfrei vergibt. Und das hilft natürlich auch, dass die entsprechenden Auftragnehmer sich dabei an Recht und Gesetz halten. Warum gab es also Handlungsbedarf? Handlungsbedarf gab es aus unterschiedlichen Gründen. Und ich bin hier wenigstens dankbar, dass die Landesregierung unserem Gesetzentwurf fast nach einem Jahr dann auch mal Folge geleistet hat und anerkannt hat, dass wir ein Problem haben, nämlich weil wir seit einigen Jahren bürokratische Auflagen reingeschrieben haben mit Doppeldokumentationspflichten, Mindestlöhne, die sozusagen in Niedersachsen geprüft werden, dokumentiert werden sollen, aber auf Bundesebene auch, obwohl es der gleiche Mindestlohn tatsächlich ist. Wir haben die ILO-Kernarbeitsnormen, die überall nachgewiesen werden müssen etc. Also wir haben eine Bürokratie, die man dringend abbauen müsste und das wäre mal ein Kerngeschäft von Minister Altusmann gewesen. Sie konnten sich aber mit der SPD nicht einigen und dann kam Minister Altusmann und hat den Schwellenwert auf 25.000 Euro, bis das Vergabegesetz eintritt, erhöht. Das war sogar mehr, als Sie im Koalitionsvertrag noch durchgesetzt haben. Und das ist schon spannend. Was passiert denn? Anstatt, dass Sie Ihren Wirtschaftsminister abfeiern dafür, fallen Sie ihm im Ausschuss in den Rücken und ziehen es wieder auf 20.000 Euro zurück und erhöhen für kleine Aufträge damit die Bürokratie ebenfalls. Das war für uns jedenfalls überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Sie als CDU dann auch noch diesen Rückschritt gemacht haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann haben wir ebenfalls gesehen, dass wir ein großes Problem haben, nämlich der Landesrechnungshof hat, genau wie CDU und FDP in der letzten Legislaturperiode beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss festgestellt, dass fast 90% aller Aufträge, die für Berater beispielsweise oder im Werkvertragsbereich vergeben werden, rechtsfehlerhaft sind. Da werden die Regeln einfach gar nicht eingehalten. Die erfolgen aber nicht über das Landesvergabegesetz, sondern über die Landeshaushaltsordnung. Deshalb hat unser Gesetzentwurf auch hier andere Spielregeln einführen wollen, damit dies nicht mehr passiert in der Zukunft. Sie blenden dies komplett aus. Auch hier eine verpasste Chance, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was Sie dann versucht haben, ist, den Unterschwellenrechtsschutz einzuführen und die Unterschwellenvergabeordnung einzuführen. Wir hatten in unserem Gesetzentwurf hierfür einen sehr pragmatischen Vorschlag gemacht, nämlich aufgrund der Erfahrungen mit diesen ganzen rechtsfehlerhaften Vergaben, die wir ja, Herr Schünemann, beispielsweise auch in Akten gesehen hat, was war eigentlich der Ursache tatsächlich war, nämlich, dass es fast kein Vier-Augen-Prinzip gibt, dass quasi einer alleine entscheidet, wenn ich dann auch Freie nicht vergebe, wen ich mal anschreiben kann, da er sowieso kein Interesse hat und dann absagt, dass nur noch der, den ich eigentlich haben will, da ist und das gar keiner kontrolliert. Also sprich, eine Aktenkontrolle würde schon alleine ausreichend sein, um rechtsfehlerhafte Vergaben zu verhindern. Gerade in dem kleineren Auftragsbereich ist das ein Verfahren, das durchaus sinnvoll wäre und keine unnötige Bürokratie oder gar Belastung der Justiz ausrufen würde. Was machen Sie? Sie führen allein eine 15-tägige Wartefrist ein, ohne irgendetwas anderes. Das heißt, nicht so wie wir es vorgesehen haben, über ein Vier-Augen-Prinzip, dann ein Vergabekammerverfahren mit kurzfristigen, schnellen Entscheidungen und nur eine Aktenprüfung, sagen Sie, sollen sich doch bitte die Landgerichte mit diesem Problem auseinandersetzen. Das heißt, jeder, der einen Auftrag bekommt oder nicht bekommt, der soll erstmal zum Landgericht gehen, per einstweiliger Anordnung die Auftragsvergabe verhindern, beziehungsweise durch einen Haltebeschluss dafür sorgen, dass im Hauptsachverfahren entschieden wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das bedeutet, nachdem der GBD mal recherchiert hat, in den beiden Bundesländern, wo es eine ähnliche Entwicklung gab, was dort Landgerichte tatsächlich machen, dass auch bei kleinen Verfahren ab 20.000 Euro Auftragssumme die Landgerichte, wenn sie angerufen werden, dazu übergehen, solche Haltebeschlüsse zu machen. Die Auftragsvergabe findet nicht statt. Dann gibt es ein Hauptsachverfahren und dann kommt die Entscheidung. Wenn Sie sehen, dass in Niedersachsen heute ein Landgerichtsverfahren ungefähr ein Jahr dauert, dann wissen Sie, welche Zeit Sie bei einer Auftragsvergabe bei kleinen Aufträgen heute rüberrechnen müssen. Könnt ihr noch sagen, okay, wir machen diese Haltebeschlüsse nicht, fordern die Gerichte auf, anders zu agieren, dann müssten Sie, damit es ein vernünftiges Verfahren gibt, dafür sorgen, dass jede Vergabestelle eine Schutzschrift nach der Vergabe beim zuständigen Landgericht einreicht, damit die wenigstens die andere Seite auch noch hören können, bevor sie beschließen können. Und was das eigentlich für das Personal der Justiz bedeutet, ist auch spannend. Sie haben verhindert, dass das MJ diesbezüglich beteiligt und gefragt wird. Herr Calderone hatte noch gesagt, wir machen ja unsere Gesetzgebung nicht aufgrund der Leistungsfähigkeit der Justiz. Wenn sich da Nachsteuerungsbedarf ergibt, steuern wir tatsächlich später nach. Ja, aber in der Zwischenzeit haben Sie diese Probleme ausgelöst und Sie haben diese enormen Wartefristen, bis Aufträge vergeben werden, ausgelöst. Da hier gilt, Herr Kollege Blei, gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht und Sie sollten darüber nachdenken, hier ganz schnell zu einer Verbesserung der Situation zu kommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dass Sie dann noch einen, sage ich mal, Kontrollentschließungsantrag einreichen, gemeinsam mit Ihrem neuen Koalitionspartner der SPD, liebe Freunde von der CDU, das ist schon ganz erstaunlich.
dass jetzt nicht nur der Zoll die Einhaltung des Mindestlohns kontrollieren soll, sondern Herr Althusmann auch noch eine eigene Kontrollabteilung einrichten soll, damit sozusagen dort der Mindestlohn auf den entsprechenden Auftragsvergaben tatsächlich noch von Althusmanns Kontrolleuren untersucht wird. Das ist ein Wahnsinn, den Sie hier einführen wollen, den können wir nicht mitgehen. Mehr Zutrauen in die Rechtsstaatlichkeit, in die Rechtstreue der niedersächsischen Unternehmerinnen und Unternehmer, mehr Rechtstreue beim Handwerk einfach mal vermuten, dass ein Handwerker nicht und Sie kommen jetzt zum Schluss, Herr dass ein Handwerker nicht automatisch ein Verbrecher und Rechtsbrecher ist, das hätte ich Ihnen, Herr Kollege Blei, eher zugetraut. Deshalb enttäuscht es mich sehr. Wir können diesem Unsinn leider nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bode. Es gibt auf Sie eine Kurzintervention des Kollegen.